Im Jahre 2000 wurde dieses Schwimmbad hier zugemacht aus wirtschaftlichen Gründen. Und wir haben eben versucht, dann dieses Schwimmbad zu übernehmen für einen außerschulischen Lernort. Wir haben Wald, wir haben einen Bach, wir haben einen See. Und das ist schon ein Großteil für die Umweltbildung, die man braucht. Ja, das bringt den Kindern wirklich das Naturerleben. Nicht nur die Schule frontal an der Tafel, sondern mit Herz und Verstand diese Natur zu erleben. Ja, die Nachhaltigkeit, die ist für uns dann letztendlich entscheidend. Und die Kinder bringen diese Nachhaltigkeit wirklich beim nächsten Besuch wieder mit. Und das ist auch die Motivation, die uns antreibt, diese Rückmeldungen eben von den entsprechenden Schulen, Kindergärten, was die Kinder dann wirklich aus den Erlernten für sie machen. Wir stehen ja direkt bei unserer Aquaponikanlage und dort geht es ja um Kreisläufe und wie man es auch für eine Lebensmittelproduktion nutzen kann mit unseren Tilapien und mit unserem Gemüse. Unsere Aquaponikanlage, die funktioniert folgendermaßen. Wir haben natürlich einen Fischtank, dort sind Tilapien im Wasser. Dann wird natürlich von den Fischen das Wasser verschmutzt, das heißt Kot, Urin kommt ins Wasser rein, es entsteht Nitrit. Wir lassen das Wasser in einen kleinen Filter reinfließen. Dort sind Bakterien vorhanden, die das Wasser umwandeln von Nitrit zu Nitrat. Die Pflanzen nehmen das nitrathaltige Wasser auf und wandeln das eben quasi in sauberes Wasser weiterhin um. Dann haben wir unseren Kies hier drin, der macht das restliche Wasser sauber und es fließt dann durch dieses Rohr wieder zurück in den Fischtank. Und so haben wir einen geschlossenen Kreislauf. Wir wollen ein sauberes Lebensmittel herstellen. Das heißt, wir wollen keine Antibiotika hier einführen. Wir wollen keine anderen Medikamente hier für die Fische reinbringen. Das soll alles sauber und clean bleiben. Ja, das, was überbleibt, sind wirklich die Kinder, die hier rausgehen. Und das ist das, was einen motiviert, das zu machen. Wir müssen wirklich drum kämpfen, weil wir nehmen zwar einen kleinen Schülerbeitrag, aber davon lässt sich diese ganze Anlage überhaupt gar nicht finanzieren. Und wir sind wirklich auf öffentliche Hilfe von anderen Institutionen angewiesen. Ohne solche Förderung lässt sich so ein Projekt mit der Qualität, die jetzt momentan vorhanden ist, nicht fortsetzen. Und die Deutsche Postcode-Lotterie ermöglicht uns, dieses Projekt wirklich intensiv weiterzuentwickeln.